Kurt Grünig 16 Jahre lang in der Nationalliga gespielt. Was ist das heute noch möglich? Ja, 16 Jahre spielen, ich glaube, das ist heute immer noch möglich. Nur ist es nicht mehr möglich im gleichen Verein. Ich glaube, die Möglichkeit heute mit diesen Transfer bleibt nicht mehr 17 Jahre lang im gleichen Verein, weil das hat sich grundlegend geändert zu früher. Wir waren ja eigentlich Amateur gewesen. Du hast früher einen Goal geschossen. Woher ist dein Killerinstinkt gekommen? Ja, ich glaube, das liegt schon ein bisschen in der Familie. Mein Vater war bei den Stadtschützen Thun und der hat Kranz für Kranz geschossen. Und dann haben sie gesagt, ja, der Sohn, der wird einmal die Tradition weiterführen. Aber ich wollte nicht schiessen, sondern ich bin dann Fußball spielen. Kurt Grünig, Shaqiri von früher? Ja, ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Erstens einmal ist er ein ganz anderer Spielertyp. Und zu unserer Zeit war das anders gewesen mit dem Trainieren. Wir sind im 6. trainieren am Abend und nicht am Morgen um 8. Also, man kann das nicht vergleichen. Was würdest du ändern an unserem Fußballsystem? Ja, das ist eine gute Frage. Was könnte man ändern? In meinen Augen müsste man die Spieler, die man nicht transferieren kann, ins Ausland, wo es ein bisschen Geld gibt, das ist richtig. Wir sind eine Ausbildungsliga in der Schweiz. Man muss die Spieler, die man verkaufen kann, kaufen, damit man das Budget aufrechterhalten kann, weil mit den Zuschauerzahlen kann man das nicht ausgleichen. Dann würde ich die Spieler würde ich in einen Pott rein tun, also wie ein Draftsystem machen. Sagen wir mal, wir haben 100 Spieler und dann könnte der Letzte eigentlich von der Rangliste würde als Erster wählen, wie wir früher eine Mannschaft gewählt haben. Und nicht immer der Erste nimmt die besten 10 und das ist einfach nicht ausgeglichen. Nachher, die Meisterschaft, ich würde ein Draftsystem einführen. Die besten Spieler wandern ab ins Ausland. Wenn du heute aktiv wärst, würdest du auch zu den besten Vereinen spielen. Bereust du das? Nein, bereuen tun wir nicht. Das war ein anderer Markt. Wir hatten 13 Schweizer, die gespielt haben, und einen Ausländer. Und heute, wenn du die Chance hast, ins Ausland zu gehen, wir würden alle ins Ausland spielen. Das ist ganz klar. Wir wollen uns verbessern und nicht vor 3000 Zuschauern spielen, wenn Fatuz gegen Bellinzona spielt, sondern wir wollen auch in die Bundesliga oder auf Spanien, wenn der Markt frei wäre.